Okay, hier bin ich wieder im K3 und es geht weiter mit dem Warlock und der Class Challenge ist von ihm. Was kriegt der eigentlich raus? Ach, der kriegt den Voidcaller. Moment mal, sollte ich vielleicht gegen Gothic, wie auch immer sein Name nochmal gerade war, vielleicht einfach Dämonen spielen? Oh. Aber ich glaube, ich habe nicht einen Doomguard und die ganzen anderen fiesen Dämonen, die wirklich gemein werden, wenn ich es ausspiele. Aber vier Mana. Das ist leider in der Mana-Riege, wo ich normalerweise gar nicht lebendig hinkomme. Ah, probieren wir es mal. Also jetzt, ne, auf Heroic. Jetzt nicht auf normal. Normal ist ein Witz dagegen. Glaube ich zumindest. Gul'dan versus the Four Horsemen! We shall grind your bones! The Four Horsemen's! Your soul shall be mine! Illidan, der Dämon. Ja, ist ein Dämon. Zumindest heißt er hier. Wieder betitelt als das. Gut, dann, Das brauche ich überhaupt nicht. Das könnte ich auch spielen. Hier, die beiden Kombinationen sind super, aber ganz gewiss nicht für den Anfang. Weil so viel. Oh Mann. Na gut. Put a random demon from your hand into the battlefield. Okay. Invader, turn away while you still can. Aber der könnte. Come, Zeliak. Let us have our fun. Enough prattling. Let them come. Bring it on, you sniveling off. Wenn ich mich gerade vertue, war das sowieso gerade der Originaltext, den die meistens in Nax sprechen. Bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, ist schon ein bisschen her, wo ich das letzte Mal gehört habe. Aber ich meine, die reden zumindest, wenn man als Raider reinkommt und die angreift. Oder? Ich meine schon. Ich ziehe noch gerade. Was war jetzt? Ja, da jetzt sehe ich es. Also ich müsste warten, bis... Na gut, noch kriege ich nicht viel Schaden. Noch ist halt alles ein bisschen wie bäh. Was? Bane of Doom. Deals 2 damage to a character. If it kills, deals to a random damage. Puh. 2 Schaden. Das passt nicht zusammen. 4. Mache ich einem immer Toast. Das ist doof. Aber wir können ja schon mal anfangen. Wir bereiten das Gelage vor. Oh shit. Jetzt macht er mir 4 Schaden. Das Gute ist, mit ihm kann ich mich heilen. Oh wait. Verdammt, mit ihm kann ich mich heilen. Ich muss erstmal auf 9 Mana kommen. Naja, es kann tanken. Zumindest das Vieh. Irgendwann sind nicht so schlecht. Habe ich den nicht eigentlich auch schon? Na gut. Was spielt er jetzt aus? 5 Mana. Oh shit. Er spielt was aus, was mir nicht gepasst, glaube ich. Okay. Dafür können wir jetzt aber abmurksen. Und hier. Wir haben die Mana dafür. Also machen wir es sofort. Rain of Doom! Du bist jetzt nicht unbedingt auf was ich gehofft habe, ganz ehrlich. Wir schießen kriegt mal drauf. Okay, ja, okay. Den hätte ich nicht freiwillig ausgespielt. Der macht mir ja noch selber Schaden. Das ist ja nicht so gut. Ups. Ja, ist klar. Und ich krieg nochmal. Jetzt bin ich natürlich langsam Richtung Tod. Ich müsste 3 Runden irgendwie aushalten, wenn ich mich wieder anstellen will. Fangen wir mit ihm hier an. Wen. Oh, war ja. Oh, nice. Okay. Müsste ich das nicht sein? Hallo? Müsste ich das nicht sein? Wieso ist Drax das jetzt im Spiel? Wieso? Das habe ich noch nie gehabt. Drax ist draußen und ich bin Toast, würde ich sagen, oder? Warte mal, wir können den umbringen. Das ist kein Redemption, was witzig ist. Wir können die beiden Sachen nicht zusammen ausspielen, leider, sonst würde ich das echt. Hey, weißt du was, wir machen das trotzdem erstmal. Wir geben erstmal ihm Schaden und kriegen ein bisschen Heilung. Jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt mit Blitzbogen. Und er macht Corruption drauf. Okay, dann greift er den schon mal nicht an.
Das hatte bis jetzt nie. Wow, Mist. Was kommt noch? Oh, haut mich einmal. Kommt noch ein Spruch, der mir 3 Schaden macht. Oder? Nein, kommt nicht. Oh, wir spielen erstmal ihn aus. Und wir springen. Oh, shit. Aber der hat nur einen. Das ist egal. Der kriegt seinen Lebenspunkt abgezogen. Ja, gut, das ist egal. Das will ich nicht ausspielen. Okay, die sind alle tot. Das Problem ist, womöglich bringt er mich jetzt um. Weil, genau. Hey, er schießt auf den. Totenschwur, ich weiß nicht, ob das gut war. Seriously, Totenschwur. Oh nein, er bringt ihn um. Nein, oh. Okay, weißt du was, wir machen jetzt was total Dummes. Nein, wir können nichts zaubern. Wir dürfen nichts zaubern, sonst sind wir tot. Oh nein, ich bin tot. Nein, warum? Ich meine, ich weiß warum, aber... Ja gut, hätte ich vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, besser gezogen, Fragezeichen. Komm, das machen wir nochmal. Das war jetzt lustig. Lustiger als, sag ich mal, den ruhigen Schrott zu spielen, muss ich sagen. Gul'dan versus the Four Horsemen. So, da das Gewasche ja das gleiche ist, was wir schon kennen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, gerade in Verbindung heroisch, muss ich sagen, also heroisch, ich weiß auch nicht. Also ich meine, der Computer, ich habe irgendwie den Eindruck langsam, er cheatet wirklich. Also richtig cheaten, krass cheaten, scheiße, krass cheaten. Weil das ist albern, was der macht, alles mit einem. Immer die passenden Karten auf der Hand haben, völlig unfaire Geschichten am Start haben die ganze Zeit, das ist schon komisch. Mhm. Nee, ich benutze das mal jetzt nicht. Nee, jetzt gerade gegen hier den Gothic. Nee, Junge, das geht gar nicht. Ich meine, vorher schon Gerasovius. Das war eine Katastrophe. Eine einzige lange Katastrophe. Ich meine, ich musste so lange anfangen, effektiv das Spiel zu spielen, bis er einmal mich nicht one-shottet. Und das ist schon, finde ich, sehr, sehr, sehr pervers. Okay. Ich hätte vielleicht einfach zu Lebenspunkten umwandeln sollen, wäre vielleicht besser gewesen. Aber jetzt dürfen wir ihn ausspielen. Vielleicht kriegen wir Illidan oder irgendwie so jemanden hier mal rein. Komm, Illidan, nicht schon wieder ihn. Nicht ihn, nicht. Warum? Random. Jetzt beim zweiten Spiel. Gleiche Situation, gleiches passiert. Das kann nicht richtig sein, Freunde. Das kann echt nicht richtig sein. Aber wisst ihr was? Da jetzt hier nur die beiden kommen können, totschießen selber. Spiel regt ihm hinterher aus. Wir kriegen direkt die Flamme von Blankirchen. Warum kriegt er einen Tod? Oh, Scheiße. Oh nein, nicht doch. Na toll, Ikowski. Jetzt auf 4-8. Jetzt habe ich ein Problem. Illidan, geh nicht durch. Natürlich. Wenn du auf jeden haust, dann auf mich nehme ich mal an, oder? Musst du ja schon. Du kannst auf den hauen. Ist ja eh immun gegen alles, wie immer. Oh ja, spiel noch mehr Secrets aus. Spiel nur. Wenigstens kann ich was tanken. Ich würde sagen, wir hauen den kleinen Schüssel hier schon. Oh, oder? Lass mich raten, der kommt wieder. Ja, kommt bestimmt wieder. Nein, nochmal. Boah. Zum Kotzen. Nein, und er bringt ihn schon wieder. Boah, ist doch nicht wahr, hier, das hier. Jetzt hole ich mir wirklich eine Karte. Wirklich nicht? Hört mich nicht an. Dann mach ich so, Junge. Aha. Das ist scheiße, Junge. Ziehen wir wieder direkt eine Karte. Oh! Sand Steam, ja, benutzen wir auch gleich. Direkt 2 Dämonen auf die Hand holen. Ja, mach ruhig 5 Schaden. Und wen willst du denn hauen? Auf den? Haha. Brüller. Notch, notch, wink, wink oder so. Oh. Ja, Junge, das reicht nicht, Totenschwur. Das reicht nur vorne, die du vorhast. Ja, ja, mach ruhig. Mach ruhig. Weißt du, wir können jetzt lange was machen, aber nein. Ja, du hast mehr Zeit gebraucht. Das habe ich auch gestern Abend und heute Nachmittag gedacht, aber...
Gibt's nicht. Gut. Jungs, ne? Das war jetzt die Class Challenges. Die waren jetzt überschaubar einfach. Also, auch wenn ich jetzt hier mal verkackt habe, aber irgendwann. Pff. Passiert. Gut, dann, ja, ich weiß auch nicht, ne? Also, was habe ich hier ein paar neue Karten gekriegt? Was könnte ich damit irgendwas Sinnloses anstellen? Vielleicht müsste ich wirklich ein Dämonendeck bauen gegen hier den guten Gothic. Ganz kurz gucken. Lass mich kurz gucken. Hexmeister. Ach, das ist ein Hexmeister-Spell auch gewesen, richtig? Ach, das ist er hier, wegen dem Dämon. Okay. Den habe ich. Ich könnte einfach Destroy Minion und krieg dafür 3 Leben, aber es kostet 6 Mana, da komme ich niemals hin. Deal 2 Schaden. Das wäre natürlich nicht schlecht, weil es auch die eigenen Kreaturen trifft bei dem Kampf. Das hier wäre Wahnsinn, sowas auszuspielen, weil ich habe eh schon Zeitprobleme bei. Moment mal. Ich habe überhaupt keine anderen großen Dämonen. Nee, ich habe überhaupt keine Dämonen. Ja, nee, dann können wir das doch vergessen hier. Ich dachte, jetzt könnte ich ein Dämonendeck bauen, aber. Kostet der denn? Der kostet fast nichts. Also ich meine, verhältnismäßig wenig, sagen wir mal so. Ich könnte sogar einen Pitlord mit reinschmeißen bei sowas. Aber der kostet zu viel. 400 ist zu teuer. Aber der hier, der ist seltsam billig. Komisch. Bane of Doom. Target Creature. Und dafür ist ein Random Demon. Weil das könnte mir ja durchaus auf diese komischen Schatten, die ich auf meine Seite kriege. Und hier das hier. Ach, das wäre so super teuer. Jetzt fängt der Krieger schon an. Hier das Vieh. Das wäre super, aber das ist. Ne, das geht. Das geht sogar noch. Destroy Minions on either side. Blablabla, hast nicht gesehen. Weil das wäre super, ne? Man hat die Geister, die ja Verteidigung haben ohne Ende, und dann frisst er die beide einfach mal gerade locker flockig und kriegt ohne Ende Verteidigung, aber natürlich keinen Angriff. Und dann das. Ja, lass mich das ein bisschen mal ausphilosophieren, immer ein bisschen rumdrucksen. Vielleicht baue ich mir extra ein Deck nur, um Gothic platt zu machen dafür. Hexenmeister. Ja, doch. Gut. Nee, wir sehen uns dann vielleicht, ich kann nichts versprechen, aber vielleicht noch einen weiteren Heroic-Versuch wieder, um mich vielleicht doch mal Gothic zu schaffen. Und dass ich das auch aufgenommen habe und hochgeladen habe, weil bis jetzt hat das alles keinen Sinn. Egal, bis dann. Ciao.